Captain manövriert! Waffnen und trimmen! Volle Segelbewegung! Pump- und Bramsegel setzen! Steuerbord, Captain! Er treibt Beute vorbei, Captain! Schiff, komm! Waffen raus! Das hätten wir geschafft, Edmund. Sieht nach der Fregatte aus! Die Farben Englands! Nur das eine Schiff, Captain! Wachbar, Captain! Konvoi, Captain! Ist den Kampf vielleicht wert? Wir werden über die Anker. Hey! Good morning, Dave!
Betrüger. Und ganz Kingston wird davon erfahren, bevor der Tag um ist. Jawohl, er ist ein elender Quacksalber. Er verkauft wirkungslose Medizin zu harmlosen Wucherpreisen. God save the king! Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor. Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei. Morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit. Ihr lauft herum wie die Tiere. Wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft.
schon mehr als einmal im Monat Rom. Mio, Dio, es ist widerlich. Bastardo, ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt doch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein... Ich bin bereit. Gehen wir. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, keine ästhetische Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Preise den Herren für importierte Weine. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Mio Dio, es ist wieder. Was da? Ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt noch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Hinterraum. Oh, ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Schlückchen, glaube ich. Ah, das trifft den richtigen Nerv. San Giovese, die besten Trauben der Welt. Bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, keine ästhetische Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Ihr seid alle Idioten.
Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Den Herren für importierte Wein. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Es ist wieder. Bastardo, ich habe mich verlaufen. Ich kümmere mich um diese Stadt. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Sinn für Ordnung. Ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Diese teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Schlückchen. Das trifft den richtigen Nerv. San Giovese. Die besten Trauben der Welt. Shovel! Va bene, ich bin bereit, gehen wir. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, keine ästhetische Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Preise den Herren für importierte Wein. Trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum. Mio Dio, es ist wieder. Salve. Bitte verzeihte mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem.
Gentlemen. Einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo. Gott segne, Fatzke. Darum hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Hurra! Und wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Bedauern, Captain Rogers. Lasst ihr Unerledigtes zurück? Ja, dass ich die Instandsetzung von Nassau... Eure Entlassung ist eine Affenschande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Nun, es steht noch nicht fest, gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. A clockmaker, yes. He's a good friend to me. I'm also so close friend. Wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Am Ende der Klinge finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Scheiße! Break for home! Run, run! Accepted
Amanda! Der Italiener! Der war's! Dublin's a fair crisis. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika.